Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, die letzte Folge habt ihr nicht miterlebt, denn mir ist beim Aufnahmen ein Fehler unterlaufen und die ist eventuell unsichtbar geworden, die Datei. Hoppala. Aber leider kann man da halt nichts mehr machen. Es ist jetzt leider so, wie es ist. Wir haben in der letzten Folge hier unsere schöne Anlage in Betrieb genommen. Ihr seht schon, die Anlage braucht hier noch ein bisschen. Liegt einfach daran, dass natürlich der Teil auch jetzt mittlerweile so bummvoll ist. Dass wir so viel Eisen rauskriegen, das ist echt ein bisschen ungut, würde ich sagen. Wir tun die zwei kleine gleich nochmal anschließen, einfach damit die gleich mal fertig werden. So. Und dann sollte hoffentlich dieser... Jetzt ziehen die das hier schon durch. Und dann sollte nämlich der ganze Müll verbaut werden. Das Mikrofon ist schon wieder so locker. Das ist echt ungut. Warum ist das immer so locker? Nee, aber jetzt wird dann der Verbrauch sozusagen hier auch das Ganze gut durchlaufen. Wir müssen dann schauen, dass wir das hier irgendwie mit in das Hauptsystem einbauen vielleicht. Dass die Ressourcen weniger genutzt werden. Wir hätten ja rein theoretisch hier sogar noch Anschlüsse frei, ne? Könnt natürlich hier so zurückdrehen, wie blöd. Aber wenn du anschaust, wie viel Eisen wir hier schon wieder drin haben, kriege ich das hier irgendwie durchgeschleust? Ich glaube schon. Ich müsste das hier in den Anschluss reinbauen. Voll effektiv und so. Können wir ja mal eigentlich, kann ich das Ding hier aufstellen? Oder warte mal, kann ich hier einen Verteiler aufstellen? Nipp, da ist es ein bisschen zu. Ja, hier steht er. Aber hier steht ist die andere Frage, ne? Warte mal. Das probieren wir doch gleich mal aus. Weil wenn ja, wäre es natürlich cool. Nope, da möchte er nicht stehen. Gut, da müssen wir halt hier noch ein bisschen rumfummeln, ne? So, okay. Dich entfernen auf die schnelle Weise. Der Anschluss ist klar. Und der Anschluss... muss dann hier anfangen, außen rum zu gehen. Ich führe sie ganz knapp vorbei. Ist wahrscheinlich nicht die schlauste Sache, aber hey. Und dann machen wir eine Rückführung hier. Schnell entfernen. Gut. Du kriegst eine Priorität und dann bauen, bauen. Warum darf ich das jetzt wieder nicht bauen? Warum? Mir fehlt der Gummi. Euer fucking Ernst, mir fehlt Gummi. Können wir das Ding mal hier auf Hochleistung stellen? Ich hätte gerne mehr Gummi. Also ich hätte jetzt viel erwartet, aber nicht, dass mir Gummi fehlt. Ach so, wahrscheinlich war ich jetzt gerade viel. So, die Gummileitung. Ja, die letzte Gummileitung ging hier rein. Wir müssen uns um Gummi kümmern gerade. Ich kümmere mich jetzt erstmal um Gummi, bevor ich irgendwas anderes mache. Die Produktion ist halt ein bisschen eng gebaut. Haben wir denn hier auf Lager? Genug oder eher wenig? Aktuell müsste er anfangen aufzustocken, oder?
liegen hier immerhin schon 40 fast. Vielleicht kann ich ganz schnell wenigstens die eine Sache hier für die Form. Komm schon. Oh, hier sind wieder 19. Der muss ganz schnell arbeiten jetzt. Ich weiß, ob ich das Rubenzini eventuell doch in Treibstoff umwandeln sollte. Oder eine zweite Anlage fürs erste hier hinbauen. Als Einspringung. Also euch brauchen wir eh nicht mehr. Mit dem neuen System ist das alles ein bisschen unnötig geworden. Das ist das Ganze nicht mehr wirklich so möglich. Dich gibt es ja mit der Treibstoff auch, ne? Aber mit Treibstoff brauchst du auch Kohle. Apportierst kein Abwasser mehr. Obwohl, doch, produzierst du, wo bringst du es hin? Ah, hier ist das Abwasserkabel, ne? So, gut, wenn ich jetzt also hier noch einfach mal dich hinstellen würde. Würde sich hier nicht ausgehen. Okay. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt wird ein bisschen eng gebaut. So ein bisschen eng. Ich kann jetzt gerade, aber wir lassen einfach mal laufen und schauen, was passiert. Vielleicht sollte ich einfach eine neue Anlage bauen dafür. Aber wir wollen jetzt das da entlasten und dafür das hier vorne entleeren. Priorität. Alles, was als Abfall gewertet wird, soll zurück in die Anlage gehen. Jetzt sind wir natürlich schon, dass hier dann die Verbesserung auch passieren kann. Das ist der nächste Schritt dann. Aber wenn wir jetzt hier anfangen zwischen zu stacken, dann wird das Lager auch, beziehungsweise der Teil hier nicht mehr so benutzt. Kupferlager ist auch schon voll. Da müssten wir grundsätzlich dasselbe machen. Kupfer müsste genau dasselbe passieren. Glas eigentlich auch, aber Glas ist jetzt, sagen wir, so eine Minority. In dem Fall. Kupfer hat auch noch vor allem Backlog. Wenn wir uns anschauen, wie viel Eisen wir in der Zeit produziert haben, im Gegensatz zum Recht. Die ist jetzt schon wieder out of Dienst, ne? Euch müssen wir jetzt hier mal schauen, dass ihr das Ganze hier schön herrichtet. Ich würde mit euch sogar vielleicht auch auf die 22er Tiefe gehen. Und dann den ersten Platz hier bauen. Schauen, was passiert. Was haben wir denn hier für Verkippungsaufgaben noch offen? Gar nichts mehr. Oh, okay, das heißt natürlich, wir haben wieder viel zu tun. So, dann gehen wir hier auch mal natürlich hin und erweitern das Ganze noch ein paar Runden. Wenn ich überlege, dass hier mal der Zipfel war und wir jetzt mittlerweile das schon alles aufgeschüttet haben, Respekt, du. Respekt, das ist echt Wahnsinn. Okay. Jetzt hat Gittergummi wieder nach oben schauen. Jetzt hat, das sind die Zahlen, die wir sehen wollen. Wir geben dem mal eine höhere Priorität. Abwasseraufbereitung 2. Okay. Chemiefabrik eine neue. Gut ist, wenn man sieht, dass man nicht zu viele Ressourcen verbraucht. Elektroteile sind halt gerade jetzt ein Problem. Aber es sollte sich mit frisch nachgeliefertem Gummi Stück für Stück anfangen aufzulösen. Es wird halt schnell hier ein Problem jetzt werden. Was ihr beide aber vor allem mal kriegt, ist Werkstoffreste zum Verbauen. Bedeutet, wir machen hier mal ein Lager hin, an dem wir beides anschließen. Achso, er muss
weiß gleich, ja. Und dann im Schnelllauf. Dann setzen wir dich um. Und dich aus. Machen das aus. Dann sollte die nächste Produktion eigentlich schon mit Reststoffen laufen. Selbst das Eisen hier backt off. Warum? Oh, weil das letzte Stück nicht gebaut ist. Ja, das ist dann natürlich blöd. Ja, der Hauptteil ist immerhin schon mal die Ladung hier. Dann sollte das Eisen jetzt hier auch ablaufen anfangen. Jetzt brauchen wir wieder tonnenweise Gummi. Das gibt's doch gar nicht. Aber schauen, wir haben wenigstens jetzt viel Gummi auf den Leitungen, glaube ich, drauf liegen. Ja, schauen, hier ist jetzt wieder fast voll. Schon mal ein gutes Zeichen, wenn die sich langsam füllen anfangen. Hier haben wir jetzt Reststoffe drin. Die sollte man bitte immer schauen, dass man relativ niedrig hält. Dann werden nicht die hier schön voll. Er kann hier auch schon Reststoffe produzieren. Den habe ich jetzt natürlich ein bisschen abgekapselt. Was kann denn noch alles Reststoffe produzieren? Ich glaube nicht viel aktuell, ne? Nicht viel. Aber wenn er hier ordentlich anfüllt, dann haben wir eh down was zu tun. Ich würde sogar das andere anlassen. Wenn das voll ist, können wir immer noch das andere machen. Wenn es bald gut läuft, sollten wir auch die anderen, die verbesserten, den verbesserten Ofen machen können. Da müssen wir vielleicht hier noch ein, zwei Upgrades machen. Du machst ja 8 pro Minute, ne? Ja, das muss ich wieder umstellen. So, du machst 24 in der Minute, du machst 24 in der Minute. Also eigentlich seid ihr gerade gut abgestimmt aufeinander. Kann ich dich upgraden? Nee, ne? Oder dich muss ich nach hinten setzen, damit ich einen zweiten Anschluss hinkriege. Oder zwei sogar nach hinten. So, jetzt haben wir das ganze Eisen, was hier abläuft. Dann, damit entlasten wir gleich die Anlage aber schon ein bisschen. Das sollte gar nicht schlecht sein am Ende. Wie schaut es mit dem Gummi aus aktuell von den Lieferungen her? Ja, wir stocken wieder. Aber auch nur, weil wir nicht woanders was brauchen aktuell, glaube ich, immer noch. Das hat sich bis heute nicht verändert und wird sich, glaube ich, auch nie ändern, dass wir Gummi irgendwann das brauchen. Als ob wir so viel Eisen aktuell auf Lager haben. Holy shit, okay. Ja, okay, wir haben dafür jetzt eine riesige Eisenmine, ne? Hier werden so Riesenfahrzeuge gleich mega geil. Können wir eigentlich schon welche bauen? Wie viel von den... Wir haben doch letztens, glaube ich, irgendwo die 9 Teile gebaut. So. Was braucht denn so ein XXL-Bagger? Haben wir. Genauso für einen Kippmüll, da sollten wir alles haben. Oh, kommt, das machen wir heute noch. Ich will dieses Riesending sehen. Den schicken wir dann hier unten in den Bauabschnitt rein. Der wird seinen Spaß haben, ich sag's dir. Die zwei kleinen Freunde und dann kommt der Riese noch dazu. Ich sag's euch, das wird ein Heidenspaß. Oh, das muss doch bald hier so weit. Oh, das dauert ewig. Oh Gott, das dauert echt ewig. Aber für den brauche ich dann wahrscheinlich auch Wartung 2, ne? Der braucht auch Wartung. Steht das irgendwo? Ich wette mal, dass der Wartung 2 braucht in Zukunft. Schauen wir jetzt tonnenweise Schwefel. Heißt das Schwefel für irgendwas eigentlich vorgesehen? Ich habe auch hier auch Ammoniak. Irgendwas war der Plan, Leute, damit. Was wollte ich mit Schwefel? Irgendwas hatte ich mit Schwefel vor. Schwefel. Wo bin ich mit Schwefel? Kann ich da nicht noch effektiver das herstellen? Auch im Wasser, ne?
wie viel produzieren wir aktuell mit der Gummianlage? Wenn wir schon Rohbenzin mit Schwefel. Ist sogar noch effektiver, braucht halt mehr Rohbenzin, ne? Es braucht ein bisschen mehr davon, produziert dafür mehr. Mit Ethanol und Benzin können wir dasselbe Result machen. Frage, wo. Wir müssen an denselben Anschluss dann rein theoretisch mit dem Schwefel rein. Das ist natürlich blöd. Oh, da ist er. Oh, holy shit, ist das Ding big. Was fehlt da? Oh, Gummi. Gummi. Einfach nur Gummi. Freundchen, ich habe für dich eine Aufgabe. Ich glaube, du ersetzt jeden Bagger. Fahr mal, Bursche. Alter, ist der riesig. Gibt euch dieses Ding. Ah, davon mache ich jetzt mal ein schönes Foto. Warte mal, F11 gibt es das doch. Machen wir mal das Thumbnail zusammen, ha? Big Boy. Der Big Boy, Freunde. Wie schnell ist der in normales... Alter, okay. Schau, was der für eine Spur fährt. Leck mich am Arsch, ist das Ding fett. Wir brauchen eindeutig mehr Gummi. Aber wir tun nicht mal auf Prio 4 stellen. Alter, das Ding ist ja mal einfach ein doppelter Bagger. Wie viel Kapazität hat der? 60. Wie viel habt ihr? 20. Der hat das Dreifache. Der füllt einen Bagger mit einer Schaufel auf. Leute, ihr seid bald nicht nutze ihn für nichts mehr zu nutzen. Oh, ich habe die Straße zum Glück bereit genug gemacht. Chemiefabrik 2. Chemiefabrik 2, so. Hier für Chemiefabrik 2. Na, okay, da kann ich jetzt ein bisschen was mehr mitmachen. Ammoniak aus Wasserstoff und Stickstoff herstellen. Okay. Ich glaube, ich habe gerade dem Bagger den Job gestohlen. Ein großer Boy wartet eigentlich nur auf seinen... Flup! Einfach mal fast voll. Alter, eine Mine mit drei von denen. Holy shit, geht die ab. Die Kleinen sind halt mal dagegen so absolute Luschen. Es ist so. Ich brauch Gummi. Ich will mehr von diesen Riesendingern. Die kosten mich wahrscheinlich abtürnig viel. Oh Gott, Wartung 2. Ach, mir sowas von wurscht. Schau dich diese dicke Brummer an. Du siehst nicht mal wirklich den anderen Bagger. Das ist... Boah, ist der riesig. Flup. Wenn der Erde wegzieht, dann bewegt sich auch was hier. Also ich glaube, in Zukunft werden unsere Riesenprojekte nur noch mit solchen Fahrzeugen gemacht. Weil die sind ja mal absolut der Hammer. Die graben sich jetzt hier runter, das wird ein Fest. Ich sag's euch, das wird ein richtiges Fest. Was ist das? Wir geben euch hier sogar noch die andere Stelle frei. Weil aktuell schaut es ja gut aus, dass wir bis da runterkommen. Einfach mal den Berg weg. Einfach mal weg damit. Wir werden das auch nicht verfüllen, sondern wir werden das einfach tiefer graben. Wir werden das hoffentlich irgendwann versetzen können. Und dann können wir die Ecke hoffentlich als Testprojekt zur Tiefe auch nehmen. Und ausgraben. Was an Massen du maximal aus so einem Boden rauskriegst. Dieser, ich könnte jetzt dauernd über diesen Bagger schwärmen, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Also der ist ja brutal. Unser Rückführsystem funktioniert hier immer noch.
Schaut gut aus, es wird bloß immer mehr davon. Bedeutet, wir müssen original schauen, dass wir hier mehr vor die Hand kriegen. Habe ich nie gesagt, ihr sollt die Kohle reinfüllen, bitte? Das wäre gleich für viele schon mal die Erlösung gewesen, teilweise. Ja, jetzt geht was voran. Mit diesem Riesending. Holy shit. Hier müssen wir warten, bis wir mit dem Gummi zurechtkommen. Das müssen wir in der nächsten Folge angehen. Aber dann sage ich es euch. Ich sag euch, das wird ein Fest. Mit dem wird das ein Fest. Größere Projekte werden so viel einfacher. Wir müssen hier rein theoretisch die Salzanlage auch noch verlegen hier, ne? Wenn der Bagger dann hier einrollt und es runtergräbt, weg ist alles einfach mal, ne? So, puff, weg einfach. Ich glaube, das erste Projekt wird das hier zu versetzen sein. Dass wir das hier irgendwo anschließen. Beziehungsweise hier vorne lagern an den Freiflächen. Aber lecko mio. Ein bisschen Kupfer verfahren die auch die ganze Zeit, ne? Ja, Kupfer ist halt auch kein Platz mehr da. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben Big Boy gesehen, das ist der Wahnsinn. Jetzt warten wir noch auf seinen lieben Cousin. Den müssen wir halt noch ein bisschen holen. Befreunden, dass er herkommt. Und dann werden wir schauen, dass wir eine Truppe mit so 3 und 6 oder sowas zusammenkriegen. Und mit dem machen wir dann einfach alles platt. Dann machen wir einfach alles platt. Ich sag's euch, wir machen einfach alles platt. Hier schaut's auch schon wieder gut aus. Hier kippen sie alles, wie es ausschaut, echt schick hin. Ja, das geht jetzt easy, wie es ausschaut. Und hier sind wir auch schon wieder an der Kante vorne. Also sie sind echt gut und flott unterwegs, das Gebiet zu vergrößern. Aber wir werden gleich wahrscheinlich nächstes Mal schauen, dass wir das ganze Mittelstück hier zukippen. Das wird das Großprojekt erstmal sein. Wenn wir jetzt mal hier schauen, wie es mit Kupfer ausschaut. Ich bin schon wieder am Labern, ne? Obwohl ich eigentlich aufhören will. Ja, aber wenn wir es anschauen, wir haben hier noch sehr, sehr viel Kupfer. Als nächstes gehen wir eh nach hier vorne das Abgraben. Oder bis wir hier wieder erweitern müssen, beziehungsweise wir tun eh bis hier rüber dann weiter erweitern anfangen. Haben wir genug Kupfer aus dem Boden geholt. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.